Hallo und schön, dass du da bist. Heute zeige ich dir diesen Osterhasen, den man als stehende Deko mit LED-Beleuchtung ganz toll selber basteln kann. Den Osterhasen habe ich dir schon in einem Extra-Video gezeigt. Das wäre zu lange für ein Video. Da musst du nochmal bitte in meiner Playlist schauen, dann findest du ihn ganz schnell. Und hier zeige ich dir jetzt, wie wir ihn zum Stehen bekommen, mit der kleinen Blume dazu, mit der LED-Lichterkette und auch, wie du vielleicht noch die Blume oder den Osterhasen, den Hasen, einfärben kannst. Dieser ist aus Butterbrotpapier komplett gefertigt und da ist schon mal eine Blüte, die habe ich eingefärbt. Und wie einfach das geht in Sekundenschnelle, wenn das Objekt fertig ist, das zeige ich dir dann noch, auch ziemlich kostengünstig. Der Hase ist auf einem Brennholz gefertigt mit einem Ast aus dem Garten. Das geht Upcycling. Wir brauchen gar nicht viel und an Material sind es vielleicht 10, 12 Cent plus Lichterkette. Und dann würde ich sagen, schau doch mal rein, wie das geht. Auch diese tollen Ostereier zum selber basteln, Deko-Eier, findest du bei mir im Kanal. Und nun legen wir einfach mal los und ich hoffe, es gefällt dir. Den Hasen hatte ich euch ja schon im vorangegangenen Video vorgezeigt, wie der gebastelt wird. Und nun wollen wir aus diesem Hasen eine ganz tolle stehende Deko machen. Mit noch einem Blümchen dazu, mit einer LED-Beleuchtung. Und wie einfach das geht, möchte ich dir jetzt zeigen. Du brauchst dazu ein Brennholz, ein Kaminholz habe ich hier, das auch gerade noch da einen schönen Ast abgeschnitten, das soll so zwei Ebenen bekommen. Einen großen Bohrer, etwa die Durchmesser von 8 mm bis 10 mm und ein Ast von draußen in dieser Stärke. Und der Ast muss so groß sein, ungefähr wie unser Hase, der Körper. Ich habe jetzt da hier 30 cm, 32 cm und für das Blümchen, was dazu kommt, nochmal 12 cm bis 15 cm der kleine Ast. So, als erstes machen wir den Ständer. Den Hasen setze ich auf die Seite, das Blümchen dann hier drauf und dann bohren wir einfach ein etwa 2 bis 3 cm tiefes Loch gerade hinein. 2 bis 3 cm, auch für das Blümchen, wenn ihr es mitarbeiten wollt. Und das machen wir jetzt erst einmal und ihr seht zu, dass es eine gerade Fläche hat hier unten, dass es gut aufstehen kann. Und wenn die Löcher jetzt gebohrt sind, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Wir geben jetzt etwas Kleber in das Loch für den Hasen. Ich nehme da ganz gerne einen Heißkleber, ihr könnt aber auch einen Flüssigkleber nehmen oder einen Holzleim, das liegt bei euch und dann kommt das Stäbchen erstmal hinein. Das lassen wir jetzt kurz trocknen. Das geht aber ganz schnell mit dem Flüssigkleber und jetzt brauchen wir unseren Hasen. Wir hatten ja schon auf der Rückseite eine Verstärkung angeklebt aus Pappe und die bietet sich jetzt an, wirklich genau daran, das Stäbchen zu verkleben. Wir geben auf der Rückseite, auf der Vorderseite beim Stäbchen richtig viel Kleber an und dann drücken wir die Pappe dagegen. So, und dann warten wir, bis es trocken ist, ruhig ein bisschen dagegen drücken. Und schon sitzt unser Häschen fest auf dem Ast. Die Blume machen wir extra, richten noch mal ein bisschen die Falten aus. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze von hinten an. Wenn ihr sagt, das stört mich nicht, das kann so bleiben, dann lassen wir das. Ansonsten nehmen wir jetzt noch mal unser Papier
und schneiden uns einen Streifen ab von etwa von der Länge unseres Holzes plus nochmal 3-4 cm in der Hälfte unserer Rolle. Weil das umkleben wir ja so ein bisschen. Die Hälfte unserer Butterfuhrpapierrolle brauchen wir dazu. So. Das ist jetzt den Streifen, den wir brauchen. Und den knicken wir uns jetzt nochmal die beiden äußeren Seiten einfach nach innen, dass das schön ordentlich aussieht. Verkleben es miteinander so ein bisschen. Einmal so, damit das dicker wird. Und dann haben wir einen schön ordentlichen Streifen. So, und den kleben wir dann ganz ordentlich hier hinten drauf und überdecken es dann. Das ist das nächste, was wir machen müssen. Einfach den Streifen genommen und drüber hingeklebt. So sieht nun jetzt auch die Rückseite sehr ordentlich aus. Und dann haben wir ja noch das kleine Pummelschwänzchen gefertigt gehabt. Und das kleben wir dann auch noch drauf. So. Müssen wir ein bisschen warten, ein bisschen andrücken und dann geht es gleich weiter. Jetzt wollen wir noch die kleine Blume fertigen. Wir brauchen unser Butterbrotpapier, legen das an unserem Zollstock oder was ihr benutzt. Wir brauchen 60 cm und das ist immer ganz gut. Einfach bei den 60 oder bei dem Maß, dass wir brauchen, einen Knick zu machen. An diesem Knick schneiden wir dann herunter und falten dann diese 60 cm wieder mit Falten von 1,5 cm Breite etwa. Wenn das ein bisschen mehr oder weniger ist, das ist gar nicht schlimm. Aber das ist das Nächste, was wir machen müssen. Falten von 1,5 bis 2 cm. Einmal vorne, einmal hinten, vorne, hinten. Ich zeige es nochmal ausführlich. Kann ja sein, dass das allererste Video ist, was du bei mir schaust. Und dann soll jeder wissen, genau wie es geht. Immer vorne, hinten, komplett durch, ziehharmonikaförmig das ganze Blatt. Gut knicken und ausstreichen. Das ist jetzt komplett geknickt und falls hinten unterschiedlich lang ist, übereinander geht, dann schneidet es einfach ein bisschen ab. Das kommt vor, das ist nicht schlimm, bei mir ist nur minimal, aber das ist immer unterschiedlich. So, aus diesem Strang machen wir jetzt die Blume und die Blätter. Wir haben 25 cm. Wir brauchen für die Blüte 15 cm und da schneiden wir es genau bei 15 cm ab. Das kürzere Teil legen wir erstmal auf die Seite, das brauchen wir erst dann. So, jetzt müssen wir unsere Blume erstmal ein bisschen verschönern. Auf beiden Seiten schneiden wir jetzt richtig schöne Rundungen in das Papier. So. Und dann knicken wir es einmal in der Mitte. Das ist wichtig. Da steht noch was ab, muss man mal wegschneiden. Und jetzt machen wir noch so ein kleines Lochmuster auf der Seite, wo die Zungenknicke sind. Und da schneiden wir einfach so drehenförmig ein. Schneidet nicht durch, sonst geht die ganze Blüte kaputt. Und auf der anderen Seite auch. Nur etwa so die Hälfte höchstens von dem ganzen Strang. So, jetzt nehmt ihr bitte einen Draht oder einen Faden oder ich nehme wahnsinnig gern von Gefriertüten die kleinen Drähtchen zum Verschließen und das kommt genau in die Mitte, da wo der Knick ist und damit befestigen wir die Blüte genau in der Mitte und verdrehen das richtig gut. Richtig fest drehen und dann können wir das letzte bisschen einfach ein bisschen umdrücken. So, dann brauchen wir am besten einen Flüssigkleber. Natürlich geht es auch mit dem Heißkleber, aber bei solchen Sachen finde ich den Flüssigkleber dann doch schon etwas schöner. Und dann verkleben wir die Blüte jetzt miteinander, wenn der Kleber rausgehen will.
So. Beide Seiten angeben. So, und dann drücken wir es einfach so hoch. Drücken es gut fest. Machen wir es auf. Und da, wo unsere Klebefläche ist, nehmen wir einfach ein paar Wäscheklammern und fixieren das damit. Ruhig auch so 3-4 Falten genommen, das macht gar nichts, sie gehen ja dann wieder auf. So, einfach mit Wäscheklammern fixieren. Klar, bei Flüssigkleber geht es einfacher. So, und die andere Seite verkleben wir jetzt auch, dass wir einen Kreis haben für die Blüte. So, jetzt sind gerade meine Kinder nach Hause gekommen von der Schule. Das hört man ein bisschen im Hintergrund. Aber das machen wir jetzt noch fertig zusammen. So, und jetzt drücken wir den Kreis, die Seite auch zum Kreis zusammen. Schön ordentlich, dass die Mitte richtig geschlossen ist, nach oben. So. Und auch das fixieren wir jetzt mit einer Klammer und lassen es erstmal trocknen. Wir haben jetzt den Abschnitt von der Blüte und da müssen wir ungefähr die Hälfte nehmen und müssen uns das durchschneiden. Wir wollen zwei Blätter haben und das nehmen wir jetzt so. Eins kommt auf die Seite. Das andere nehmen wir so. Und jetzt brauchen wir noch etwas Pappe. Ich nehme da immer so einen Verpackungsstreifen. Und da schneiden wir uns 1,5 cm mal 12 cm einen Streifen ab. Den knicken wir in der Mitte. So, und dann schneiden wir nochmal ab, weil wir zwei brauchen. Und den knicken wir uns nochmal in der Mitte. Das ist jetzt die Befestigung fürs Blatt. So. Und jetzt nehme ich da Heißkleber, geht schneller. Und das klebe ich an die Unterseite des Blattes oder wie jetzt das Blatt entstehen soll. So. Und das gleiche bei dem anderen auch. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht mit den Blättern. So, jetzt nehmen wir die Blätter, können sie ruhig aufeinander legen. Und schneiden uns erstmal wieder eine schöne Rundung. So, und auch da hätte ich ganz gern Muster drin, aber nur einseitig und so eine ganz lang gezogene Träne. Dann kommt ein bisschen Leben rein. Ist ein bisschen stilistischer. So, und dann haben wir schon jeweils ein Blatt fertig. Das ist wie so ein kleiner Fächer. Wenn ihr noch ein anderes Blatt machen wollt, zeige es euch gerade mal, wenn ihr den nicht so schön findet. Ich hatte euch schon ein tolles Blatt gezeigt. Dieses hier, das findet ihr dann bei den stehenden Blumen und Blüten. Die gehen auch schnell und dann könnt ihr ja da nochmal nachgucken. So, jetzt verbinden wir die Sachen. Wir nehmen unser kleines Ästchen, das geht jetzt am besten mit Heißkleber, aber ihr könnt auch wieder in Flüssigkleber benutzen, wenn ihr möchtet. Dann müsstet ihr nur das Stäbchen noch einmal mit einer Wäscheklammer fixieren. So, am besten geht das bei einer Naht. Wir nehmen jetzt das Stäbchen und geben wirklich richtig gut Kleber an, rundherum. Und kleben das in unsere Blüte hinein und drücken es zu, so dass man das Stäbchen gar nicht mehr sieht. Am besten auf Backpapier, weil da klebt nichts an, man kann es wieder hochheben und man hat dann seine Blüte. Bewegt sich auch ein bisschen. Ich finde es auch ganz schön, wenn man dann vielleicht auch so 2-3 Falten gerade in der Beziehung, weil also das Volumen ist wirklich riesengroß, so ein bisschen miteinander fixiert. Weil dann hat man unten ein bisschen mehr Standhaftigkeit. So. Und das Volumen ist wirklich ganz groß. So. Und hinten, wenn es so rausguckt, kann man da noch was drauf machen. Aber das ist auch die Rückseite. So, so käme jetzt unsere Blüte hinein. Jetzt aber noch
Wenn ihr sagt, ja, ich möchte das alles gerne in Weiß haben, sieht ganz toll aus, dann kann man es so machen. Oder man färbt jetzt diese Blume noch ein bisschen ein. Und ich mache das, wenn ihr schon gesehen habt, am liebsten mit Faschings-Haarspray in diesen verschiedenen Farben. Solchen Haarcolor-Farben. Und da kann man ganz, ganz toll variieren. Man kann zwei, drei Farben zusammensprühen. Man kann wirklich ganz tolle Sachen machen. Das würde ich aber auf jeden Fall draußen machen. Obwohl es, also wenn es irgendwo doch mal einen Fleck gibt, das wäscht sich raus wie nichts. Aber in der Wohnung würde ich es nicht machen, nur dann einfach rausgehen und dann ansprühen. Das ist nochmal ein Tipp von mir. Aber wenn ihr sagt, nee, ich möchte das alles in Weiß haben, dann lassen wir es in Weiß. Aber ich zeige euch auch nochmal die Blüte, die ich so gespritzt habe. Das ist jetzt orange und rot zusammengesprüht. Aber ich möchte es ja ganz gern in Weiß haben, das Ganze. Und dann kann man jetzt da die Blume, die Blüte einkleben, auch wieder in das Loch zur Sicherheit den Kleber hinein. So, und dann bringen wir noch unsere Blätter an. Die kann man unten so schön hinlegen. Ein bisschen am Stamm entlang und ein bisschen unten auf dem Holz. Was könnt ihr da machen, was euch am besten gefällt? Könnt ihr auch kleiner schneiden oder so groß lassen. Also das ist euch ganz überlassen, wie ihr es am schönsten findet. Ich würde dann auch noch mal warten, bis es getrocknet ist. Und dann würde ich mir die Blütenblätter so ziehen, wie ich sie gerade brauche. Weil durch die Pappeverstärkung, kriegen wir das genau hin, wie wir das brauchen. Ja, so finde ich es schön. So, jetzt kommen wir zur Beleuchtung. Ganz einfach, ganz easy. Und zwar geht das nur mit einer LED-Lichterkette oder einem LED-Licht. Muss keine Lichterkette sein, weil die werden nicht warm. Deswegen kann man die prima benutzen. Wenn ihr jetzt eine LED-Lichterkette habt mit einem Batteriefach, dann klebe ich mir ganz gern immer diesen Karton mit auf. Den kann man auch noch ganz toll mit Papier umkleben, damit der ein bisschen schicker aussieht. Wir haben ja noch Reste. Dann fällt er nicht ganz so auf. Der muss auch nicht so lang sein. Dann könnt ihr euch ausmessen, wie viel er braucht. Und schneidet nochmal ein Stück ab. Aber das ist wirklich praktisch, wenn man das benutzt. So, und dann haben wir hier noch den Rest vom Butterbrotpapier. Und dann, ich finde es halt schöner, wenn es ein bisschen eingepackt ist. Und dann kleben wir das rundherum. Das ist jetzt von der Verkleidung noch übrig geblieben, die wir halt eben erst auf der Rückseite gemacht haben. So, und dann nehme ich die ganze Länge und klebe das erstmal. Und den Boden beklebe ich dann auch. Und wie es dann weitergeht, zeige ich dir gleich. Bei mir ist es jetzt bei der Packung ein bisschen zu lang, einfach abgeschnitten. Und dann kleben wir uns das ein wie so ein Geschenk. Flüssigkleber geht, pass auf, der Heißkleber kann ein bisschen wehtun. So, einfach nach innen geklappt. Andere Seite auch. Und dann sieht das wirklich ordentlich aus. So, den Nasen jetzt auch noch weg. Ihr könnt euch vielleicht ein bisschen länger Zeit lassen, ist jetzt noch ordentlicher als bei mir jetzt. Achtung, auf die Finger aufpassen, wenn das jetzt schon passiert. Auf Backpapier tut, dann kann man das noch ein bisschen festdrücken und auskühlen lassen. Als erstes setze ich jetzt das Kästchen für das Batteriefach an die Deko. Ja, Boden eben. Aber gegen das Holz gedrückt. So. Und da stört es mich jetzt am wenigsten. Ihr könnt es auch nach hinten. Es kommt immer drauf an, wo ihr es hinstellen wollt. So, wenn ihr es mit dem Stecker habt, hat sich das sowieso erledigt. Wir fangen auch von hinten an, die Lichterkette zu befestigen. Wir haben in die Pappe hier oben ein kleines Loch gemacht. Und da ist ein kleiner Draht dran. Das ist so der Anfang. Wir müssen es ja irgendwie befestigen. Und ich habe hier nur eine 10er Lichterkette.
Das reicht, also mir reicht es vollkommen aus. Wenn ihr sagt, ihr wollt mehr haben, alles gar kein Problem. Oder wenn ihr es sogar als Nachttischlampe oder so benutzen wollt, für ein Kinderbett, Kinderzimmer oder so, das funktioniert ganz toll. Dann mit Schalter, die gibt es ja auch mit Schalter, aber befestigen. So, als erstes Batteriefach, die Batterie hinein, das Fach. Dann wisst ihr, wie viel Länge wir haben. Und dann gehe ich oben bei das erste Lichtchen und umwickelt es mit dem Draht. Das ist ein ganz feiner, weicher Draht. So, und dann gehe ich ein bisschen weiter nach unten und lege mir nochmal so eine Schlaufe und umwickelt es wieder. Und noch eine Schlaufe und umwickelt es wieder. So, und dann hängt mir das jetzt schon mal. Dann ist euch überlassen, wollt ihr es nur hinten haben oder wollt ihr vielleicht einmal vorne um den Hals herum, das könnt ihr machen. Ihr könnt es aber auch hier unten entlang führen, dass es wirklich nur eine indirekte Beleuchtung hat. So. Bitte nicht festkleben oder so. Dann nochmal hier oben in Draht, vielleicht an die Schlaufe, die Schleife, an das Band. Und dann finde ich es ganz gut bei der Blume, wenn man da vielleicht einmal um den Stiel geht. So, ganz runterziehen. Und dann kann man es noch ein bisschen austrapieren, wie man das möchte. So, drehen wir es um. Und dann haben wir unser Häschen so in voller Blüte. Und dann ist es auch schon fertig. So sieht nun unser fertiges Häschen aus auf unserem Brennholz mit LED-Lichterkette. Und ich zeige es euch jetzt nochmal ein bisschen mehr im Dunkeln. So sieht es jetzt im Düsteren aus. Man kann das alles noch ein bisschen ausrichten, verteilen die Lichterkette. Wenn es euch nicht hell genug ist, dann einfach nochmal eine größere nehmen. Also mir reicht es so von der Lichtentwicklung. Und dann hoffe ich wirklich sehr, die Idee hat gefallen. Und du schaust auch beim nächsten Mal wieder herein, wenn ich neue Ideen für dich habe. Da kommt noch ein bisschen was. Und dann wünsche ich dir viel Spaß mit unserem kleinen, großen Deko-Osterhasen. Und vielleicht mit den Blüten, den Blumen. Und was sonst noch so kommt. Liebe Grüße und über einen Daumen hoch würde ich mich Ihre freuen. Und dann wünsche ich dir und deinen Lieben eine wundervolle Zeit. Tschüss!